Nächste Rednerin, ebenso von der SPÖ, Karin Greiner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus. Wenn wir einen Blick werfen auf unsere Wirtschaftsdaten, dann sehen wir, diese sind durchwegs positiv. Wir verzeichnen ein Rekordwachstum, die Staatsverschuldung sinkt, die Beschäftigungszahlen entwickeln sich nach oben. Unbefriedigend sind die Beschäftigungszahlen bei den über 50-Jährigen. Das war auch der Grund, warum die SPÖ sich so vehement dafür eingesetzt hat, dass die Aktion 20.000 starten kann. Sie wurde gestartet in diversen Testregionen in Österreich. Über diese Aktion haben 4.400 Personen eine Arbeit erhalten. Jetzt sagt man, naja, 4.400, eine Zahl. Aber hinter jeder dieser Zahl steht ein Gesicht, ein Lebenslauf, eine Familie, die Hoffnungen geschöpft hat. Und was machen Sie? Sie streichen diese Aktion 20.000 ersatzlos. Sie kürzen AMS-Mittel um 600 Millionen. Die 400 Millionen für die Aktion 20.000 gibt es nicht mehr. Warum? Es ist unverständlich. Warum ist es so unverständlich? Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Steiermark. Die Region Graz-Umgebung Voitsberg, die ich hier politisch vertrete, war auch eine Testregion, respektive Voitsberg. Wir wissen von allen Regionen, wo die Aktion 20.000 gelaufen ist, dass die Beschäftigungszahlen der über 50-Jährigen gestiegen sind. Die Arbeitslosenzahlen sind dort um durchschnittlich 5% gesunken. In Voitsberg sind die Arbeitslosenzahlen bei den 50-Jährigen gesunken um 45,2%, nahezu halbiert. Damit war Voitsberg die erfolgreichste Testregion österreichweit. Dort versteht kein Mensch und keine der betroffenen Familien, warum sie diese Aktion streichen. Es ist nicht nur unverständlich, es ist nahezu zynisch, Langzeitarbeitslosen, die endlich wieder beginnen, Fuß zu fassen, Unterstützung zu verweigern. Aber das beeindruckt sie offenbar wenig. Was ist Ihnen wichtig? Ihnen ist es wichtig, Steuergeschenke für Großbetriebe zu verteilen. Herr Finanzminister, Ihr kolportierter Plan, Steuerprüfer abzubauen, ist wahrlich kein Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit oder zur Transparenz. Der Rechnungshof hat mehrfach bestätigt, jeder Betriebsprüfer, insbesondere Großbetriebsprüfer, rechnet sich 13- bis 40-fach im Vergleich zu dem, was er kostet. Und Sie wollen diese Prüfer nicht. Wir brauchen sie und wir wollen sie. Wir wollen wissen, welche Gewinne in welchen Betrieben erwirtschaftet werden. Und wir wollen, dass diese Gewinne dort versteuert werden, wo sie erwirtschaftet werden. Betriebsprüfer einzusparen, ist Steuergeschenkpolitik. Oder der Tourismus. Die Branche boomt. Sie senken die Umsatzsteuer auf Übernachtungen von 13% auf 10%. Wieder ein Steuergeschenk in der Höhe von 120 Millionen Euro pro Jahr für die Tourismusbetriebe. Das ist Ihnen wichtiger als einem Familienvater, der über 50 Jahre ist, die Chance zu geben, einer Arbeit nachzugehen, bis er in Pension gehen kann. Das können wir nicht unterstützen. Karin Greiner von der SPÖ kritisiert die Abschaffung der Aktion 20.000 für Langzeitarbeitslose.